Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Aktienlust TV. Ganz bekanntes Gesicht bei mir auf der Couch, vor allen Dingen für alle Börsianer und Aktionäre, meistens zu sehen in der Börse Stuttgart. Holger Scholze bei mir. Holger, du hast heute wieder einiges gemacht hier auf dem Börsentag, mal ausnahmsweise in Wien. Wie sieht die Marktlage aus? Also hier in Wien ist es natürlich zauberhaft. Schon wenn man abends die Stadt betritt, wird man überall mit offenen Armen empfangen. Die ganze Atmosphäre, das Flair hier in den engen Gassen, die schöne Beleuchtung, das Wiener Schnitzel, der Sauvignon Blanc, den ich genossen habe. Also all das ist natürlich Lebensqualität. Und wenn man dann hier zum Börsentag kommt und die charmanten Wienerinnen und Wiener trifft, die übrigens eine sehr gute Vorbildung mitbringen, sehr kluge Fragen stellen, gute Meinungen äußern, dann fühlt man sich natürlich als Börsianer sowieso wohl. Soweit erstmal zur Marktlage hier in Wien als solches, was man so wahrnehmen kann. Und die andere Marktlage, der DAX ja letzte Woche Freitag, 12.800 Punkte, haben wir jetzt Ruhe? Es sieht fast so aus, als hätten wir jetzt zumindest von der technischen Seite eine interessante Marke überwunden, denn wie es kaum jemand erwartet hat, sind wir ja einen Tag nach dem Maifeiertag, nämlich am Mittwoch, mit einer Marktdynamik nach oben gegangen, über die 200-Tage-Linie. Und die hatten wir in den Wochen davor immer mal versucht, von unten zu testen, zu überwinden und hatten es nicht geschafft. Und jetzt ist dies gelungen, das hat sofort Anschlusskäufe mit sich gebracht, hatte den Markt ja am Mittwoch schon über 12.800 Punkte ja richtig springen lassen. Dann haben wir am Donnerstag diese 200-Tage-Linie nochmal von oben getestet, denn sie gilt ja von unten als Widerstand und von oben als Unterstützung. Und sie hat erstmal gehalten. Dann gab es auch Unterstützung von der Wall Street, denn am Donnerstag hatte die Wall Street anfangs Verluste, deutliche Verluste, die sie aber bis zum Ende des Handels wieder aufholen konnte. Dadurch ging der Freitag schon relativ solide los. Dann kamen am Nachmittag die Arbeitsmarktdaten, die nicht wirklich eine Überraschung mit sich brachten. Aber es kommt jetzt da auch kein großer Inflationsdruck auf, denn die durchschnittlichen Stundenlöhne sind nur um 0,1% gestiegen. Ökonomen hatten dort mit einem Anstieg um 0,2% gerechnet. Und alle anderen Daten waren im Rahmen der Erwartungen. Die Arbeitslosenquote ist jetzt auf 3,9% nach unten gegangen. Okay, ob nun 4,0 oder 3,9%, wir sind dort im Bereich der Vollbeschäftigung angekommen. Das bringt natürlich auch andere Probleme mit sich. Aber aus technischer Sicht sieht es jetzt für den deutschen Aktienmarkt deutlich besser aus als noch vor 4, 5 Handelstagen. Müssen wir denn Angst haben, das große Thema ja immer wieder Donald Trump, Handelsstreit, ob nur mit China oder auch Europa. Denkst du, es kommt was auf Europa zu? Das ist natürlich eine komplett unberechenbare Kiste. Jetzt hat Donald Trump tatsächlich diese Strafzölle auf Europa oder die sie auf Europa bezog, nochmal um 4 Wochen nach hinten geschoben. Es ist ein Dealmaker, es ist Verhandlungstaktik, aber es bringt nicht wirklich Ruhe rein. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit gewonnen, aber keine Planungssicherheit. Wer will das bitte schön beurteilen und wirklich seriös einschätzen? Donald Trump wacht morgens auf, hat irgendeinen Gedanken, dann kommt ein Tweet und die ganze Welt muss irgendwie drauf reagieren. Hinterher beruhigt sich's oftmals wieder. Insofern nehmen viele seine Tweets gar nicht mehr so ernst, aber er ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr mächtiger Mann. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen, kann immer wieder an der Börse auch zu Rückschlägen führen. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass man dort besonnen agiert und dass es nicht zu einer Eskalation dieses Handelskonfliktes kommt, sondern dass man dort gute Lösungen findet. Alles andere wäre für die Weltwirtschaft, für unsere globalisierte Welt, die sich auch so nicht zurückdrehen lässt, verheerend. Deswegen müssen wir es auf jeden Fall im Auge behalten. Das heißt, da müssen auch die Europäer natürlich besonnen sein. Der Euro zum US-Dollar, da haben wir ja ein bisschen Bewegung drin gesehen. 1,19 mittlerweile. Ja, es ist interessant. Wir hatten eigentlich scheinbar unlogische Bewegungen beim Währungspaar Euro-Dollar gesehen. Denn wir haben eine leichte Zinsanhöhung nach der anderen in Amerika beobachten können. In Europa ist die Geldpolitik weiter sehr expansiv geblieben. Das hätte eigentlich den Dollar weiter stärken müssen. Aber der Euro ist zum Dollar angestiegen, hat natürlich andere Einflussfaktoren auch gehabt. Und jetzt sehen wir natürlich hier dann doch mal eine Bewegung, die man schon eher hätte erwarten können, nämlich dass der Dollar wieder etwas fester läuft, zumal am Devisenmarkt gerade auch sehr, sehr viele Anleger komischerweise auf deutlich weiter steigende Euro-Notierungen gesetzt hatten. Und wenn die Mehrheit oder mehr als 90% der Handelsteilnehmer in die gleiche Richtung schaut, dann passiert oft genau das Gegenteil. Also summa summarum,
Wechselkurse lassen sich so unglaublich schwer einschätzen und prognostizieren, dass ich mich da ehrlich gesagt eher raushalten würde. Wir müssen es wahrnehmen, wir müssen begutachten, was für Folgen das für deutsche Unternehmen zum Beispiel hat. Und da sehen wir an den Unternehmenszahlen von Adidas zum Beispiel, von BASF und anderen, dass es sich natürlich auswirkt auf die Bilanzen und dass dort auch die Unternehmen trotz der Bestätigung ihrer Jahresprognosen vorsichtiger geworden sind. Und das ist ja kein Wunder. Allerdings habe ich auch so herauslesen können, dass einige große deutsche Unternehmen, die exportorientiert sind, aus dem DAX mit so einem Währungskurs von $1,25 rechnen. Und da liegen wir jetzt im Moment noch drunter. Insofern ist es eigentlich kein großer Beinbruch. Quartalsberichtssaison, du hast sie gerade angesprochen. Ist dir massiv etwas aufgefallen? Wie warst du zufrieden mit den Zahlen, so im Durchschnitt der DAX 30? Ich finde, man kann natürlich schon zufrieden sein mit diesen Daten, mit den Zahlen. Wir können uns auch mal anschauen, welche Dividenden da bezahlt werden. Ja, mal abgesehen übrigens von den Bankwerten, die vielen große Sorgen bereiten. Vor allen Dingen, wenn man die deutschen Banken mal im Vergleich zu den amerikanischen Banken sieht. Dort wird ein Rekordgewinn nach dem anderen vermeldet. Und bei uns sieht es eher andersrum aus. Da gab es schon herbe Enttäuschungen hier in dem Bereich. Aber das kann natürlich auch für Anleger, die hier einen gewissen Teil ihres Geldes mal bereit sind zu investieren und mutig sind, eine gute Kaufgelegenheit sein, wenn man einen längeren Horizont hat, in der Hoffnung, dass sich vielleicht auch mit dem Wechsel zum Beispiel an der Spitze der Deutschen Bank dann doch etwas verändern könnte in der Kultur, dass dort ein bisschen effizienter gearbeitet wird in Zukunft. Aber die Regulierungsthemen für die Banken in Europa sind natürlich auch heftig. Also die Stimmung ist da jetzt gerade nicht so gut. Das wäre das negative Beispiel. Aber ansonsten, ja, wir sehen auch andere Unternehmen, die in der nächsten Woche noch Zahlen vorlegen können. Summa summarum können wir eigentlich mit den Zahlenwerken, mit den Zwischenbilanzen recht zufrieden sein. Und es wären weitere Argumente insgesamt, gerade in den DAX zu investieren. Vor allen Dingen, meine muss ich ja sagen, auch die Automobilhersteller BMW, VW, Daimler, tolle Absatzzahlen. Ich glaube, im Ausland interessiert das Thema Dieselgate niemanden. Offensichtlich geht man da viel pragmatischer damit um. Übrigens auch ein Thema, was in der vergangenen Woche hochkam, nämlich dass Martin Winterkorn jetzt angeklagt wird, das in Amerika zumindest und ob man dies in Europa nicht auch tun müsste, speziell in Deutschland. Das ist natürlich brisant, das wird auch verfolgt von den Medien, aber einen Aktionär interessiert es weniger, weil es ist der frühere Chef. Genau. Und ob der jetzt privat, persönlich haften muss und abgestraft wird, das mag jetzt für uns ein scheinbares Imageproblem für VW sein, aber eigentlich ist es das nicht mehr, weil er ist ja nicht mehr der Chef. Insofern spielt es für die Aktionäre jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Ist ein interessantes Thema für die Öffentlichkeit, aber weniger für einen Aktionär. Nein, bei den Automobilen spielt eher das Thema eine Rolle. Wie schafft man jetzt den Sprung hin zur Elektromobilität, zu anderen alternativen Antrieben? Auch natürlich zum Thema autonomes Fahren. Da gab es ein paar Rückschläge durch die Unfälle in Amerika. Bekommt man das hin? Und da bin ich sehr zuversichtlich, weil die Substanz der deutschen Autobauer, die Innovationskraft, auch die Kapitalkraft enorm stark ist. Und ich denke, da wird sich auch ein Unternehmen, obwohl ich mir möglicherweise jetzt auch ein paar Feinde machen werde, wie Tesla noch umgucken, weil die waren zwar Innovationstreiber, aber ob sie die nötigen Marktanteile gewinnen können, wenn die anderen großen Autobauer da mal ernst machen, das braucht zwar noch ein bisschen Zeit, aber wenn man zum Beispiel diese Studien anschaut von diesem neuen E-Porsche, der da schon zu sehen ist überall, der spricht natürlich auch Emotionen an. Gerade beim Topmodell auf Tesla wäre das eine große Konkurrenz. Und in der breiten Masse werden die anderen die komplette Palette liefern. Und das Model 3 läuft immer noch nicht so richtig. Tesla zum Beispiel hat nun einen Verlust nach dem anderen, verbrennt sehr viel Geld. Ich meine, irgendwann ist die Kohle auch mal zu Ende. Das ist doch ein sehr, sehr risikoreiches Investment im Vergleich zu deutschen Autobauern. Und dazu ist ja Elon Musk auch kein einfacher Zeitgenosse und hat ja letzte Woche mal ordentlich auf die Journalisten eingehauen. Ja, das ist auch kein gutes Zeichen. Vielleicht wird er langsam nervös. Zumal es auch nicht unbedingt so gut ist, wenn man sich zu sehr verzettelt. Der hat 1000 Ideen und er ist zu bewundern natürlich für diese Eigenschaft. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich, wenn man sein mühsam erspartes Geld irgendwo investiert, fragen, wenn er sich so viel auch mit Raketenantrieben und mit anderen Sachen beschäftigt, ist er denn dann noch 100% mit seinen Gedanken bei seiner Marke Tesla oder erledigen das andere für sie? Also bitte,
wer dort investiert und die Überzeugung dafür hat, möchte ich das niemandem ausreden, aber man muss sich schon überlegen, mit welchem Anteil, mit welchem Betrag man ein solch doch risikoreiches Investment tätigt. Kommen wir zum Abschluss. Ich habe gesehen, Anfang des Jahres waren die Banken gerade in Bezug auf den DAX von der Analyse so Endstand relativ optimistisch. Da hatten wir Zahlen drin, 14,5, 14,8 hat man sogar. Mittlerweile ruckelt man wieder zurück. Jetzt ist man schon bei 13,7 angekommen. Bist du auch verhalten momentan? Bist du eher positiv, eher so ein bisschen abwartend? Das ist eine ganz natürliche Reaktion, ja, wenn sich die Stimmung natürlich durch die hohe Volatilität und durch die Einbrüche im Februar, März verschlechtert, dann passt man natürlich seine Prognosen entsprechend wieder an. Analysten laufen da auch oft dem Gesamttrend irgendwo hinterher. Das ist ja auch dann vernünftig. Man kann auch nicht zu lange an seiner Prognose festhalten, wenn sie einem davonläuft, natürlich. Aber wir sollten uns unsere eigene Meinung bilden. Und da gibt es schon einen Unterschied zwischen dem deutschen Aktienmarkt, den ich weiterhin für kaufenswert halte, bei aller Vorsicht, dass es auch immer Rückschläge geben kann, aber ich halte ihn für kaufenswert. Speziell da jetzt die 200-Tage-Linie wieder überwunden wurde, ist das auf mittlere Sicht auch wieder positiv zu sehen. Aber ich sehe den amerikanischen Aktienmarkt doch immer noch recht überhitzt. Da muss man schon unterscheiden. Und wenn diese aus meiner Sicht immer noch vorherrschende Überhitzung irgendwann noch weiter abgebaut werden sollte, weil da viel an Hoffnung drin ist, wegen der Steuerreform, wegen dieses großen Investitionspaket in die Infrastruktur und so. Wenn diese Hoffnungen nicht erfüllt werden sollten und dort weitere Rückschläge eintreten sollten, dann würde das natürlich auch unseren Aktienmarkt wieder belasten. Bei allem Eigenleben, was unsere Unternehmen dann doch wiederum haben, spielt die größte Volkswirtschaft der Welt, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, dann doch noch eine große Rolle. Also es wird weiterhin schwierig werden. Wir müssen mit dem Ohr am Puls der Zeit bleiben, müssen genau verfolgen, was passiert. Aus heutiger Sicht bin ich eigentlich für den Rest des Jahres, speziell für den DAX, recht zuversichtlich. Und das nehme ich direkt als Abschlusswort, meine Damen und Herren von Aktienlust. Das heißt, Holger Scholze ist optimistisch, ich bleib's auch und Sie sehen uns bald auf diesem Kanal wieder.